Herzlich willkommen zu Ihrem SAK TV Markt. Wir starten mit einem Jubiläum. Das Unternehmen kann es selbst kaum glauben, dennoch ist es wahr, Kermi produziert seit über 50 Jahren Flachheizkörper. Über 75 Millionen Stück sind inzwischen gefertigt. Aneinandergereiht würden die zweimal um die Erde reichen. Alle Flachheizkörper vom ersten Modell bis zum heutigen energiesparenden Therm X2 werden zu 100% am Firmenstandort im niederbayerischen Plattling gefertigt. Sie sind durch umfassende Lagerbestände flächendeckend verfügbar und können kurzfristig und schnell mit der eigenen Lkw-Flotte geliefert werden. Darüber hinaus will Kermi die Arbeit auf der Baustelle erleichtern, etwa durch werkseitige KV-Voreinstellungen der Heizkörper für einen hydraulischen Abgleich direkt ab Werk oder flexible Anschlussmöglichkeiten, wie beispielsweise mit dem Therm X2 V+. Und jetzt darf ich noch eine erfolgreiche Zusammenarbeit verkünden. Open Master Data und IDS Connect 2.5 wurde in die Online-Shops der Großhändler Lotta und Mainmetall integriert. Gelungen ist das mit dem Digitalisierungspartner Skireum. Handwerker profitieren besonders von der Zusammenarbeit. Für gewöhnlich stellt die Übermittlung von Artikelinformationen zwischen Großhandel und Handwerker ja immer wieder eine Herausforderung dar. Open Master Data in Kombination mit IDS Connect erleichtert das Ganze erheblich. So Mainmetall und Lotta. Das Format Datanorm hat uns in der Vergangenheit immer vor verschiedene Herausforderungen gestellt. Zum einen ist natürlich Datanorm immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, Datanorm ist aktuell an dem Zeitpunkt, wo ich es eben erstelle. Aber wir erstellen dem Kunden alle 3 Monate seine Datanorm-Datei. Das heißt, alle Preispflegemaßnahmen und alle Artikelpflegemaßnahmen, die wir in dieser Zeit durchführen, kommen dem Kunden gar nicht zugute. Das heißt, alle Sonderaktionen kann er nicht abrufen und alle neuen Artikel, die wir in der Zeit pflegen, hat er in der Zeit auch nicht verfügbar. Die zweite Herausforderung, vor die uns Datanorm stellt, ist natürlich, dass ich immer den ganzen Artikelstamm ausleite. Das heißt, wir haben so ca. 210.000, 250.000 Artikel in unserer Datenbank und davon braucht der Handwerker allerdings immer meistens nur 3.000 bis 10.000 Artikel. Alles andere ist überflüssiger Datenmüll. Und dem müssen wir dem Handwerker mal mit an die Hand geben. Das heißt, er hat da auch einen erhöhten Aufwand bei seiner Datenpflege. Und zu guter Letzt ist natürlich auch der geringe Funktionsumfang. Das heißt, wir haben bei Datanormen nur die Möglichkeit, einen Preis, einen Text, einen Rabatt auszugeben. Open Master Data und IDS Connect 2.5 geben uns natürlich auch die Möglichkeit, da Bilder mitzugeben, die der Handwerker vielleicht gerne in seine Angebote oder in seine Auftragsbestätigung mit einbauen möchte. Also diese Herausforderung haben wir dann mit Open Master Data und IDS Connect 2.5 lösen können. Das heißt, der Kunde kann sich über IDS Connect 2.5 in unserem Online-Shop live die Daten raussuchen und dann per Open Master Data direkt in seine Handwerkersoftware importieren. Bis heute wurden Artikelstammdaten bei uns fast ausschließlich durch den Datanormstarter zu unseren Handwerkskunden übertragen, also Dateien, die wir zyklisch unseren Kunden zur Verfügung stellen. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung kommt dann dieser 30 Jahre alte Standard einfach an seine technologischen Grenzen. Dazu kommt, dass unsere Kunden oft nicht nur Artikeldaten von uns beziehen, sondern eben gleich mal von 2, 3 verschiedenen Händlern. Also reden wir schnell von Millionen von Datensätzen, die ich dann lokal vorhalten und aktualisieren muss. Das bringt dann eben für die Hardware als auch für das eingesetzte ERP-System immense Anforderungen mit sich. Jetzt muss man sich vorstellen, man hat 2 Millionen Produkte in seiner lokalen Datenbank und braucht davon vielleicht tatsächlich unter 1%. Also ein Großteil der Investition tätigt man für Leistung, die so nicht notwendig wäre, wenn ich mich wirklich nur auf die Datensätze konzentriere, die ich tatsächlich für Angebote, Aufträge, Rechnungen benötige oder die dafür relevant sind. Das ist jetzt so dieser technologische Blickwinkel. Ganz praktisch kommt es aber aus unserer Sicht durch diese zyklische Aktualisierung, also in der Regel bei uns alle 2 Monate, sehr oft zu Preisdifferenzen. Und dazu kommt dann noch, dass der Informationsumfang von Datanorm auch sehr begrenzt ist. Bedeutet, wir reden da wirklich über rudimentäre Daten, Artikelnummer, Kurztexte, Langtexte und Preise. Also noch nicht mal Bilder oder irgendwelche sonstigen Multimedia-Inhalte. Und das ist jetzt genau der Punkt oder die Stelle, an der eben Open Master Data und IDS 2.5 ansetzt. Das bedeutet, mit IDS 2.5 habe ich die Möglichkeit, einen Suchbegriff von meiner eigenen Warenwirtschaft an die E-Commerce-Systeme von Mainmetall zu schicken, mir ein passendes Produkt oder eine passende Ergebnisliste zu selektieren und dann in Anschluss wirklich vollständige Artikelinformationen wie Preise, Bilder, Texte oder Eigenschaften in meine eigene Software zu übernehmen.
Und das Ganze passiert dann eben nicht mehr zyklisch, sondern on demand, also wirklich in Echtzeit. Ja, und zwar zu diesem Zeitpunkt, wenn ich die Daten brauche. Und am Strich kann man sagen, forme ich mir da eigentlich so meinen eigenen Artikelstamm zusammen, über die Zeit gesehen, und komme nicht mit der Wasserfallmethode und pumpe mein System mit Millionen von Datensätzen voll. Die Vorteile für Handwerker liegen offenbar auf der Hand. Den Hauptvorteil sehen wir als Firma Lotta natürlich darin, dass der Handwerker immer die aktuellsten Daten an der Hand hat. Das heißt, wir haben hier eine Reduzierung von Preisfehlern, dadurch, dass der Handwerker immer tagesaktuell unsere Stammdaten, unsere aktuellen Preise, als auch unseren gesamten Artikelstamm im Zugriff hat und in seine Handwerkersoftware importieren kann. Der zweite Vorteil für den Handwerker ist, dass er neben diesen Daten, die er auch über Datanorm bekommen hat, das heißt Preise, Rabatte, Kurztexte, Langtexte, noch Bilder in seine Handwerkersoftware importieren kann. Diese kann er dann zum Beispiel bei Angeboten oder Auftragsbestätigungen mit seinem Kunden an die Hand geben. Der nächste Punkt ist, dass der Handwerker natürlich den Pflegeaufwand, den er jetzt bei Datanorm hat, nicht mehr aufwenden muss. Das heißt, der Handwerker hat 3 bis 10 Großhändler und muss hier jeden Monat, alle 2 Monate, alle 3 Monate sich die Datanorm-Dateien von den Handwerkern besorgen oder runterladen, in seine Handwerkssoftware importieren. Hier können auch Fehler entstehen, das heißt, die Daten sind dann nicht mehr konsistent, passen nicht mehr zusammen. Und das reduzieren wir mit dem Thema Open Master Data und IDS Connect 2.5 natürlich extrem. Der letzte Vorteil, der vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass der Handwerker bei 3 bis 10 Großhändlern natürlich auch eine Riesenmasse an Daten in seinem Handwerkerprogramm importiert. Das heißt, im schlimmsten Fall kann er hier seine Datenbank überladen oder seine Handwerkersoftware wird immer langsamer und ist dann nicht mehr so performant. Wir sehen da für unsere Kunden enorm viele Vorteile, gerade aufgrund dieser technologischen Basis, also in Form der On-Demand-Übertragung. Das beginnt eben dabei, dass ich keine Preisdifferenzen mehr habe, bis hin zu, dass ich mir einen enormen Aufwand bei der Aktualisierung der sonst lokal vorgehaltenen Datensätze sparen kann, wodurch auch logischerweise eben die Anforderungen an die eigenen Systeme deutlich übersichtlicher werden. Ich kann aber auch eben automatisiert meine Angebote mit fotorealistischen Produktfotos bebildern, kann mir vielleicht in Echtzeit Maßzeichnungen auf der Baustelle holen, bis hin zu Informationen, die vielleicht mein Lagerscanner in der eigenen Lagerwirtschaft braucht. Also alles in allem kann ich mit dieser Technologie-Schnittstelle meine tägliche Arbeit, meine eigenen Prozesse effizienter gestalten, um mich dann wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja, und um jetzt die ersten Kunden mit Daten versorgen zu können, wurde schon früh mit der Planung begonnen. Wir sind schon 2019 zusammen mit der Firma Skereum in das Projekt gestartet und konnten somit parallel zu der Entwicklung des Open Master Data Standards unsere Schnittstelle soweit vorbereiten, dass wir jetzt aktuell mit dem Start von Open Master Data auch unsere Schnittstellen soweit haben, dass wir das Ganze anbieten können dem Handwerker. Jetzt ist natürlich der Punkt, dass einige Handwerker-Software-Lösungen das Ganze schon implementiert haben, andere noch nicht, aber ich kann hier jedem Handwerker einfach nur empfehlen, dort mit seinem Softwarehaus zu sprechen und dort nachzufragen, wie da der aktuelle Stand im Zusammenhang mit Open Master Data und IDS Connect 2.5 ist. Wir als MyMetal leben von partnerschaftlichen Beziehungen zu unseren Kunden und sehen da uns selbst eigentlich auch als Service- und Technologiepartner. Und eines unserer Ziele ist es, die tägliche Arbeit von unseren Kunden wirklich einfacher oder effizienter zu gestalten. Bei Open Master Data haben wir da relativ schnell das Potenzial eigentlich erkannt, dass eben genau mit dieser Technologie das tägliche Arbeiten einfacher gemacht werden kann. Und da haben wir dann frühzeitig Kontakt zu unserem eigenen Softwarepartner Skereum aufgenommen und haben gemeinsam begonnen, diesen Standard zu implementieren. Das konnten wir jetzt bereits auch schon mit der ein oder anderen Branchensoftware erfolgreich testen. Und wenn da Interesse seitens unserer Handwerkskunden besteht, dann bietet es sich einfach mal an, auf den eigenen Hersteller der Software zuzugehen und anzufragen, wie da die zeitliche Planung bzw. Roadmap und Implementierung aussieht. Ja, das war's für heute. Morgen versorgen wir Sie wieder mit dem Neuesten aus der Branche. Der BDH und die VDS ziehen Bilanz. Was hat 2020 gebracht? Was erwartet uns in 2021? Morgen hier bei uns. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit.